Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Büscher und ich bin eine ganzheitliche Therapeutin. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich mit euch über Partnerschaft sprechen und wieso ihr vielleicht keinen Partner bekommt, wieso alle Männer oder, ja, ich glaube meistens sind es Männer, gleich sind, wieso eure Partnerschaft eventuell immer scheitert. Also diese Fragen werde ich euch ein bisschen näher erläutern. Vielleicht werdet ihr einen Einblick bekommen und es verstehen können, wieso es so bei euch ist oder war. Viel Spaß! So, dann beginnen wir direkt. Also, es ist eigentlich ganz einfach. Die Ursache liegt, wie immer, in der Kindheit. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass dir die Vaterfigur oder die Mutterfigur gefehlt hat oder beides gefehlt hat. Vielmehr geht es ja um diese Emotion, die wir damals uns angeeignet haben. Das heißt, es geht viel, viel, viel mehr um das Gefühl des Selbstwertes und der Selbstliebe. Und diese beiden Emotionen, das fehlt wahrscheinlich 90% der Menschheit. Der eine hat es mehr oder weniger, aber unterm Strich geht es in allen Lebenslagen, in Lebensbereichen um diese Emotion. Ich will euch das jetzt mal ein bisschen näher erläutern, was ich damit meine. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, du bist ein kleines Kind. Ne? Und als kleine Kinder, vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht seid ihr jetzt schon Eltern und ihr seht die Augen, die Blicke eurer Kinder oder ihr wisst noch, wie es damals für euch gewesen ist, wie unsere Eltern für uns göttliche Wesen gewesen sind. Wir mussten zum Teil das machen, was sie uns sagen, oder haben es freiwillig gemacht, damit wir ihnen gefallen. Jeder kennt diese Emotion. Manche haben diese Emotion sogar immer noch, wo sie ihren Eltern nicht Nein sagen können, weil sie Angst haben, von denen abgelehnt zu werden, nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden. Das haben viele Menschen, viele erwachsene Menschen bis in ihr hohes Lebensalter immer noch, dass sie sich von ihren Eltern auch nicht trennen können. Aus welchen Emotionen auch immer. Und ich rede die ganze Zeit von Emotionen. Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr im Thema seid, aber Emotionen spielen in unserem Leben eine riesengroße Rolle. Das heißt, die Emotionen, die wir in unserer Kindheit aufgeschnappt haben, die begleiten uns wie ein Screenshot unser Leben lang, weil diese Emotionen in diesem Augenblick so stark gewesen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Klassiker, Papa verlässt die Familie. Für dieses Lebewesen, für dieses Kind ist das so, so eine starke Emotion. Denn bei dem anderen kommt diese Emotion hoch, diese starke Ablehnung, wo sie sich denken, oh guck, mein Vater hat mich verlassen, ich werde nicht geliebt, er will mich nicht haben, ich werde nicht wertgeschätzt. Welche Emotion auch immer. Und diese Emotionen und ein Teil von uns bleibt in dieser Vergangenheit stecken. Und wir oder du musst in diese Vergangenheit reisen und dieses Kind dort abholen. Weil genau dieser Augenblick, jetzt, ihr werdet wahrscheinlich schon Partnerschaften haben oder gehabt haben oder Menschen kennengelernt haben, wo ihr diese Menschen, wo ihr diese Emotionen immer und immer wieder gefühlt habt. Fragt euch doch, die letzte Partnerschaft, wenn du dich jetzt von irgendjemandem auch getrennt hast, frag dich, was hast du da gefühlt? Was war der Grund dafür?
Hast du dich wertlos gefühlt? Nicht verstanden gefühlt? Was war die Emotion dahinter? Welche Emotion wiederholt sich ständig in deinem Leben wie so ein kaputter Film? Wenn du das gelöst hast, dann kannst du dein kleines Ich zurückholen, hier und jetzt, und dann kannst du nach deinem Herzen den Partner anziehen, der dich wertschätzt, der dich liebt, der dich akzeptiert. Eigentlich ist es ganz easy, ne? Easy peasy. Aber die meisten Menschen, es ist jetzt, ja, es ist sehr, es, ja, für uns war das alles nun mal kompliziert, weil wir das ja nicht verstanden haben, ne? Früher als Kind wurde einfach gesagt, du wolltest vielleicht spielen, dann wurde gesagt, nee, du machst das jetzt nicht, du machst das und das. Und das, dieses nicht verstanden werden, das zieht sich ja auch durch unser ganzes Leben hindurch, wo wir denken jetzt heute, es muss alles kompliziert sein, damit wir das verstehen. Nein, viele Sachen sind einfach ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitkommen könntet. Aber ja, genau, das ist. Ja, und das nächste Beispiel, das wäre auch, das ist auch super, das ist so in der Mädchengesellschaft so üblich, dass sie sagen, ja, alle Männer sind gleich, sie möchten nur das eine und ja, das so, die sind alle scheiße. Ja. Ja, jetzt frag dich mal, jetzt komm, jetzt gehen wir gemeinsam. Schritt für Schritt. Na, gucken wir, ob wir die Ursache jetzt mit dir gemeinsam finden. Guck mal, sagen wir mal, du bist jetzt vielleicht eine davon und du sagst, ja, alle Männer sind scheiße, so und so, bla bla bla. Ja, erstens mal würde ich mich fragen, wieso? Es ist schon interessant, dass du, ich rede mal jetzt einfach so, dass du immer wieder dieselben Personen in dein Leben ziehst, oder? Da würden schon eigentlich so bei mir die Alarmglocken läuten, wenn ich immer wieder dieselbe Situation erlebe. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man immer wieder dieselbe Situation erlebt, frage ich dich. Ja, wenn du da jetzt auf die Ursache, jetzt kannst du dich fragen, hattest du eine Vaterfigur in deinem Leben? Ja, nein. Wenn ja, wie war die Beziehung zu deinem Vater? Kannst du dir jetzt beantworten. Irgendwo in dir ist dieses Gefühl verankert worden, dass du wertlos dich fühlst. Und du wirst so lange, bis du es verstanden hast, dich wertlos fühlen. Und jeder denkt, das ist Schicksal. Oder vielleicht geben sie nach einer Zeit, ist es Schicksal, dann soll ich alleine sein. Nein. Das, nein. Keiner muss irgendetwas sein. Du kannst alles sein, was du möchtest. Dafür gibt es halt eine Bedingung. Du musst an dir arbeiten. Du musst gucken, welche Muster in dir stecken, damit du dein inneres Kind heilen kannst und dementsprechend die richtigen Partner anziehen kannst. Das gilt aber auch für jede Situation in der, nicht nur für Partnerschaft ist diese, wenn du diese Selbstwertlosigkeit in dir verankert hast und das so tief verankert ist, dann wirst du immer, egal ob es Partner ist oder ob es in deinem Job ist oder ob es deine Freunde sind, immer solche Situationen anziehen, die dich so fühlen lassen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt so alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht konnte ich dir jetzt eine Hilfe sein und deinen Kopf in Gang bringen, dass du mal darüber nachdenkst und sagst, oh, da und da.
könnte sie recht haben. Und unterm Strich, früher oder später wird man das verstehen, wenn man sich Gedanken macht, wieso Sachen so sind, so wie sie sind. Und so bin ich schon auf die Welt gekommen, dass ich alles hinterfragt habe und heute noch hinterfrage und nach Lösungen suche. Und das ist wirklich so. Ich habe sehr vielen Leuten das so gesagt, was sie zu tun haben, damit sich die jetzige Situation ändert. Einige haben das in die Tat umgesetzt und haben ihre Partnerschaften gefunden und andere haben es nicht, weil sie vielleicht nicht dran glauben oder nicht an sich arbeiten möchten. Aber es ist jedem selbst überlassen. Ich sage mal, entweder wirst du vom Universum genötigt, gezwungen, deine Aufgaben zu erledigen, oder der Schmerz muss so groß sein, dass du sagst, nee, ich werde jetzt in meinem Leben was ändern. Ich danke dir fürs Zuhören. Falls du Hilfe brauchst oder Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Meine Daten stehen in den Shownotes. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, wann immer du auch zuhörst.